Wir sind 500. Das, was ihr erreicht habt dieses Jahr, ja, diesen ganzen Momenten, den wir geschenkt haben, auch die Fans sind ja durch die Höhen und die Tiefen gegangen. Cause it'd be a beautiful day outside. Direkt im ersten Play wieder, direkte lange Bombe auf mich. Da waren wir direkt wieder in einer guten Range. Da bin ich die auch mal in Führung zu gehen, direkt am Anfang. Das war ein crazy Game in Wroclaw in Polen. Vom ersten Spiel wussten die Panther auch, dass wir für sie schlagbar wären. Tatsächlich, was man eben nicht von uns kannte, hatten wir relativ einen Quick Start, sind schnell in das Spiel reingegangen. Alle möglichen Dinge sind passiert, und so, dass wir wirklich 20-0 in Führung gegangen sind und wir eine gewisse Art der Sicherheit sich breit gemacht hat. Und das ist, was ich meine, das kannst du dir nicht leisten, nicht in dieser Liga. Und auf einmal bist du wirklich nur noch einen Touchdown entfernt, wieder den Ausgleich zu kassieren. I think everybody should know what time it is. We come out there, pumped up chest and show them exactly who we are. To the last whistle, everything you got. This is why we play this game, because it's the fucking greatest game on earth. One at that, and they throw it to the big man. Oh, it's up, and it is good. Ich hab keine Ersatzsachen dabei. Wir sind 500. Kann uns keiner nehmen. Und ich bin fucking stolz auf die Jungs, weil es sieht immer einfach aus. Heute schon wieder ein paar Jungs verloren. Oh nein. Und dann casht mich der Shit emotional. Es war wichtig. Es war einfach nur krass wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, 500 zu gehen, Streak am Leben zu halten, unsere Division. Na, kein wenigstens ein Gegner gesweept. Und unserem Ziel einen Schritt weiter. Und fühlt sich an so einem Tag gut an, vor allen Dingen, wenn man so viele Opfer gibt. Wenn man so viele Opfer gibt, dann
dann tut es richtig weh, wenn du verlierst. Und ja, dann wird dir bewusst, wie viel wert so ein Spiel ist, so ein Sieg ist. Die einzelnen Jungs. Das Rückspiel gegen Hamburg war eigentlich fast ein Spiegelbild des Hinspiels. Wir haben uns da wieder durch sehr viel eigene Fehler das Leben schwer gemacht. Also Hamburg ist eine super starke Mannschaft, die waren nicht umsonst im Bowl-Game. Aber ich wäre sehr viel lieber, sehr viel länger in diesem Spiel gewesen. Und das ist eben leider in diesen beiden Hamburg-Spielen nicht nur der Hamburger Stärke zuzuschreiben gewesen, sondern einfach den Fehlern, die wir da gemacht haben und die wir in anderen Spielen nicht gemacht haben. Sander ist für mich wie eine Wiedergeburt eines klassischen Namens gewesen, als die ELF vor jetzt mittlerweile fast 3 Jahren an den Start gegangen ist. Mit der ELF und der Internationalität des europaweiten Spielens jetzt kommt so ein gewisser Teil dieser Geschichte auch zurück. Der Fanbase, der Menschen insgesamt, die Football europaweit feiern. Und Sander ist für mich diese Wiedergeburt in der Stadt oder in dem Bereich, in dem ich lebe, Berlin. Und das Heimat. Ich bin ja nicht bei allen Auswärtsfahrten dabei. Istanbul, dachte ich mir so, hey, ich war noch nie in Istanbul, es wird bestimmt wahnsinnig cool, das Team da in die Türkei zu begleiten. So weit, so gut. Wir landen in Istanbul, alle gehen durch den Security-Check, wir stehen schon am Kofferband und auf einmal kommt der Call, dass Stanley, ein Spieler aus Frankreich, nicht ins Land gelassen wird. Ja, dann war die Situation, dass dem Stanley vorgeworfen wurde von der türkischen Polizei, dass er mit einer gefälschten ID versucht, ins Land zu reisen, was de facto nicht so war. Jedoch hatten wir dann die Situation, dass Stanley dort aufgehalten wurde. Ich bin dann mit Stanley am Ende des Tages die ganze Nacht am Flughafen gewesen. Es war dann so, dass Stanley nicht einreisen durfte, obwohl wir im Kontakt mit der französischen Botschaft waren, die alles bestätigt haben, dass es keine gefakten IDs waren. Man muss dazu sagen, es war mitten in der Nacht. Es war in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es haben natürlich die dementsprechenden Leute nicht gearbeitet. Und es war echt krass, wie wir da auch behandelt wurden. Also wir wurden quasi nur weggeschickt. Wir durften uns nicht quasi aus dem Bereich rausbewegen. Wir hatten nichts zu trinken, wir hatten nichts zu essen. Wir wurden quasi von einer Stelle zur anderen geschickt. Und dann hieß es die ganze Zeit, dass wenn die Papiere von der französischen Botschaft da eintreffen, dass er dann ins Land reisen darf. Wir haben die Nacht über mehrmals mit der französischen Botschaft, mit dem Konsulat telefoniert, die gesagt haben, wir haben alles rübergeschickt. Die Verantwortlichen am Flughafen haben das die ganze Zeit verneint, dass da nichts eingegangen ist. Und dann war das am Ende so, dass Stanley dann morgens um 7:30, glaube ich, in den Flieger zurück nach Deutschland gesetzt wurde. Dann ging die Odyssee aber noch so ein bisschen weiter, weil er hatte natürlich keine ID mehr, sodass wir dann aus der Türkei mit der Polizei in Berlin telefoniert haben, dass er kommt, sodass wir dann auch Mitarbeitern, die nicht mitgereist sind in die Türkei, quasi den Auftrag gegeben haben, so hey, fahrt bitte zum Flughafen, kümmert euch, wenn er da rauskommt. Er hing dann noch 4 Stunden hier in Berlin beim Zoll. Am Ende des Tages ist er dann wieder nach Deutschland eingereist. Aber ja, es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und ich bin dann morgens um 8 quasi mit dem Taxi zum Hotel, habe gefrühstückt, habe geduscht und bin dann mit dem Team zum Stadion gefahren, zum Spieltag
Und ja, es war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Let's do it for Stanley, let's do it for Thunder, and let's do it for the people who support us, yes, all right? Sir. Yes, sir. We got Thunder on three. Thunder on three. One, two, three. Thunder! What's my favorite memory of this? And it's exactly this right here, man. Being together. These are the memories, guys. You will carry on forever. You are part of this fucking memory, guys. And make it all worth it. Leave everything you have on this field. We got the win for number two, Stanley. This could be your fucking last one for this year, so let's put everything we got into it, right? Mm-hmm. I work on three, I work on me. One, two, three! I work! This all to go a different way, okay? But this is part of it. You have to be yourself in victory as of in defeat, okay? This is who we are. We weren't good enough today, okay? We just weren't. We have to take that on us. But one thing that it doesn't take away is that I'm fucking proud of all you guys, man. This has been a hell of a ride. I loved every moment of it. Okay, and I got the biggest respect for you guys, the way you handled yourself throughout the whole season, okay? We had a fucking great year, okay? We managed to turn this franchise around from a losing to winning, okay? So give yourself a hand. And one thing I really want to do right here is thank everybody who makes this possible, okay? Look around you, okay? All these staff members, all the volunteers, the front office, the owners, the coaches. Man, there is so much work that gets put in here. So I give them a hand, man, because this was an amazing experience. Amazing, okay? And we just can't play football without you, okay? So thank you so much for making this work. Turn it up a notch and get it kicked off next year to the right spot and really fight for this title game, okay? Because this year we've seen we can hang with everybody. Now next year it's time to dominate everybody, okay? Yeah. Yeah. So get that in your system, okay? Get it in your system right now. Enjoy a couple of weeks off, but then get to work. Okay, sir. Get to work how you've never worked before, so we will never have this feeling again in our lives on our home turf, okay? Hey, Coach said everything. I'm still honored, man. We turned this thing around in 1 year. Everybody, so many new faces, and it's never easy starting from zero and to try to go somewhere where our goals are, right? So I know the shit sucks today, and it hurts. It hurts, I'll be honest. But there's still fans over there who want you to have a happy face, right? The year before that was 900, right? There's over 3,000 people who came every home game, supported you guys.
That's big time. You know, this is going in the right direction. Coaches, volunteers, you guys seen it. Like every away game was solid, you know? Except that one with Stanley. Stanley can't do nothing for that. You know, so the organization behind that, you guys don't understand how much work that is, that you guys have everything. So Coach Johnny said it already, you know, amazing. Thank you to everybody involved. To the players, I'm proud of you, at least the way you guys finished, you know? Guys went down, that's football. Focus on your off season. I'm telling you, the off season is where you build championship teams. That's not happening during the season. It's not happening during the season, it's an off season. One woman though, who all the owners are very, very proud of, and you should be too, Deanna did a tremendous job. Think about it, when you guys say, I don't have time to come to practice, when I don't have time to do all that shit, single mom has a son, you guys seen him. She had corona, you didn't even feel her disappearance. She was there from day one, whatever she had, her leg is almost numb, she had corona, she has a kid, everything. There was never an excuse to the owners, it's ridiculous. You guys don't see that part. When we have our weekly calls, Ronnie's right here too, right? We have our weekly calls, everything always was under control, and you guys don't understand how important that is for a team. Sometimes you don't have the effect directly on you guys, but trust me, this winning record was also the honor and actually a lot, you know, because of the organization. Nach dem letzten Spiel, ich weiß es noch, der Montag, als ich aufgewacht bin, ich bin einfach nur mit einem fetten Grinsen, muss man wirklich so sagen, ich war sehr müde. Aber ich bin einfach nur mit einem fetten, stolzen Grinsen in den Tag gestartet und war einfach nur wahnsinnig stolz auf das ganze Team, egal Spieler, Coaches, Operation, Teammanagement, Volunteers, was wir da runtergerissen haben in der ersten Saison. Und es hat sich wahnsinnig, wahnsinnig gut angefühlt. Genau nach dem Spiel da hatten wir die Idee, dass wir nochmal wie so eine Saisonabschlussfeier machen mit den Fans, alle, die da bleiben wollen. Dann haben wir ja im Jahn-Sportpark, da haben wir ja die große Tartanbahn. Und dann haben wir das sozusagen auch so mit Kiss FM, da hatten die den Truck da, haben den DJ noch gehabt auf diesen Truck, wo sie dann mit Speakern schön Musik schön ballern, ne? Dass man da, und dann gab es irgendwie, ich kann mich erinnern, hatten wir so noch ein bisschen Freibier, glaube ich, irgendwie hatte Deanna da die Idee. Und da waren da auf einmal, ich hätte gedacht, da werden jetzt irgendwie so 100, 150 Leute werden noch bleiben nach diesem Spiel, ist ja auch ein langer Spieltag immer, ne? So, da waren da irgendwie gefühlt 400, 500 Fans noch am Start und es war sehr, sehr voll da unten. Ne? Und dann haben wir gesagt, natürlich war es hart für die Spieler und Coaches, die alle dann sozusagen dieses Spiel in dieser Fashion verloren haben. Aber dann standen wir auf dem Feld und wir gucken nach links und dann sehen wir halt die Menschenmenge schon. Ne? Und wie gesagt, es sieht nach sehr vielen Menschen aus, wenn die alle da unten zusammen stehen. Und dann war das einfach ein schöner Moment, einfach zu sagen, Leute, guck mal, das, was ihr erreicht habt dieses Jahr, ja, diese Momente, die ihr auch den Fans kreiert, guckt mal bitte darüber. Ein Jahr davor hätte keiner da gestanden, das ist auch die Arbeit, die ihr als Spieler reinpackt, dass da jetzt hunderte von Menschen auf euch warten, dass ihr jetzt sofort bitte darüber geht, geht nicht in die Umkleidekabine, geht sofort darüber, bedankt euch bei den Fans, dass sie da waren. Und dann bin ich ja auch mit rüber und es war einfach brutal, ne? Weil dann kommen die Fans, du hast richtig gesehen, dass die Fans emotional waren von diesen ganzen Momenten, den wir geschenkt haben. Auch die Fans sind ja durch die Höhen und die Tiefen gegangen und wir haben ja, Mann, wir hatten die letzten zwei Heimspiele, hatten wir über 4000 Fans da, ne? Und das war ja für uns in Berlin ein riesen Erfolg. Und dann ist es auch ein schöner Moment für die Coaches, Spieler, für mich, wenn wir da so ein Game Day haben, ne? Und auch für die Fans, glaube ich, die dann einfach eine schöne Zeit haben und mitfiebern. Im gesamten Paket war es ein riesen Erfolg für uns dieses Jahr. Sehr viel Wachstum abseits des Feldes, sehr viel Wachstum auf dem Feld. Und jetzt das nächste Jahr wollen wir natürlich darauf aufbauen, ne? Und den nächsten Schritt machen.